Vier, fünfmal haben sie mir die Vorfahrt genommen, diese KIs. Schlimme Finger. Wir müssen irgendwie die KI vom Euro-Truck-Simulator hier rein importieren. Wieso das? Das wird noch schlimmer fahren. Die halten wenigstens mal an, wenn du denen das in die Quere kommst. Das stimmt, die rammst du einmal weg, dann stehen sie. So, einmal aufklappen bitte. Der schmeißt immer so weit, das kann man so schlecht einschätzen. Aber ja. Und go. Oh ja, dann kann die Wiese schön wachsen. Er nimmt's an. Perfekt. Wenn das jetzt auch gleich noch im Dings oben annimmt, also im Menü. Ich habe das, glaube ich, auf Ravenport schon gehabt. Da hat der Boden, der ist dunkel geworden, der hat's angenommen, aber im Menü hat das trotzdem nicht angezeigt. Nimm's an. Wunderbar. Dunkelblau. Dann sollte es ja passen. Ja, dann können wir nämlich anschließend halt alle Felder in Ruhe durchsehen. Müssen uns nicht mehr darum kümmern, dass da jetzt noch irgendwo nach dem Sehen was gedüngt werden muss oder so. Ja, sind wir nicht ganz so hinterher. Ja, dann können wir unseren Kopf mit anderen Sachen zerbrechen, die wir noch machen müssen, die anstehen, wie auch immer. Die Tiere kaufen. Und ich würde auch tatsächlich als erstes, glaube ich, Hühner kaufen wollen, dass wir den Stall einmal mit Hühner vollrotzen, weil Weizen haben wir schon da. Also die können wir schon sagen, versorgen. Die brauchen ja fast nichts. Genau. Dann können die schon mal in Ruhe die Paletten voll machen. Damit sich das auch richtig rentiert, wenn die irgendwann mal voll sind. Das habe ich jetzt auch gesehen. Jetzt gibt es wieder neue Paletten, ey, mit 17.000 irgendwas Inhalt. Ja, was? Diese 7.100 Liter sind schon hammerhart. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja noch schon fast nicht mehr realistisch. Aber das, ja, das müssen die erstmal schaffen. Das dauert Wochen. Da habe ich das Projekt beendet. Genau. Bevor das Huhn fertig ist. Wir sind schon im nächsten Projekt und das Huhn gackert immer noch. Boah, ist das geil, wenn die Tasten hier mal wieder vernünftig funktionieren, ey. Auf meiner alten Konsole, die ja schon so ein bisschen ausgelatscht war, da musste ich immer gucken. Dann hat er irgendwie irgendeinen Knopf immer nicht angenommen beim Drücken. Hier funktioniert das wenigstens. Das flutscht einwandfrei gerade. Da mache ich mich auch gerade schlau. Wegen Lenkrad und Konsole und Zeug. Ja, dann mach ich das. Aber sieht aus, als wenn es ein komplizierteres Thema wird. Warum? Weil ich nicht ganz weiß, welches ich jetzt nehme und was für eine Konsole und. Ach, du meinst für Konsole würde ich tatsächlich einfach die von Logitech, also die Cytec nehmen. Cytec, das habe ich mir gedacht. Die tun's alle mal. Die sind ja auch kompatibel mit allem. Ja. Ja, die funktionieren auch in anderen Spielen, ne? Beim ETS benutze ich die ja auch. Ja, meine ich, genau. Und sind halt nicht so ultra teuer. Ja, und Lenkrad ist natürlich eine Sache, da kannst du Thrustmaster nehmen, das G29 oder das G920. Am Anfang habe ich gar nicht richtig gecheckt, was ihr überhaupt meint. Meint ihr dieses G29 oder ist das G129, ist das ein und dasselbe oder sind das andere? Und jetzt habe ich mich langsam belesen, jetzt weiß ich langsam, was Sache ist. Aber nicht 129, sondern 920. Ja, 920, ja. Ja, das war jetzt gerade nur... Ja, das eine ist für Xbox, das andere für PlayStation. Genau. Kompatibel. Kannst du ja auch natürlich beide holen, wenn du willst. Ja, klar. Nur rechte Monitor gegen den linken und wehe, der andere ist schneller. Mach mir dann Gedanken, wenn der eine Monitor flackert. Ja, das mit diesen Streifen habe ich auch geschaut. Alle Stecker mal gezogen, alle Stecker da reingesteckt. Und ist immer noch. Nein. Ah, okay. Ja, also ich habe den noch nicht einmal gehabt jetzt beim Laden. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal drauf geachtet, da war einfach nichts. Ja, bei mir jetzt auch nicht mehr. Und dann ist gut. Sei wohl, ich habe heute gedacht, wenn ich das komplett neu mache, aber komm, einmal ziehen dran und alle nochmal verkabeln. Ja, ich freue mich schon auf Samstag. Auf Samstagabend, wenn ich meinen PC auseinandernehme und die CPU-Köpfe.
Oder morgen Abend, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht mache ich es auch morgen Abend noch. Ja, machst Samstag. Freitag wolltest du streamen, oder? Nee, dieses Wochenende nicht. Das wird nichts. Okay. Ja, wegen dem Cut. Aus genau diesem Grunde, ja. Und weil halt auch noch privat was anliegt, da passt das nicht. Muss mal eine Woche Stream komplett ausfallen, sowohl Freitag wie auch Samstag. Das soll ja noch ein Hobby sein, natürlich. Richtig. Und damit ich halt keine Lizenz brauche, damit es auch nicht immer komplett regelmäßig ist. Ernsthaft jetzt? Bräuchte man da eine Ja, Lizenz? du bräuchtest diese Rundfunklizenz von der Ja, aber. Landesmedienanstalt. Ja, okay, aber das könntest du ja dann auch auslegen wie der auf dem Dach, oder? So nach dem Motto, ich mache regelmäßig mein Hobby. Ja, es ist nicht nur das, also geht eigentlich nach vielen Themen. Normalerweise, wenn du streamst, auf einer Plattform, wo du theoretisch mehr als 5000 Leute erreichen kannst, und das kannst du halt auf YouTube sowie auch auf Twitch. Ja. Wenn du das regelmäßig machst, also, ne? 25. Oder wenn du dir sogar einen Sendeplan erstellst, was man halt nicht machen sollte, weil das dann halt für eine Regelmäßigkeit oder für geplant halt ist, das dann kannst du ja wie eine Fernsehzeitung dann quasi auslegen, wenn du einen Sendeplan Das, hast. aber das hieß es ja, das brauchst du ja. Aber ich glaube, das brauchst du, um die Lizenz zu haben dann später. Nö. Ja, was du genau brauchst für die Lizenz, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viel Geld. Ja, Die kostet ein das habe paar ich Euro. mitbekommen. Das kann ja von zwischen 100 und Die kann. über 1000 bis 10.000 gehen. Ja, genau. Also der Preis ist absolut variabel. Ja, je Wahrscheinlich nachdem, so, wie wie sie gerade groß Geld und. brauchen. Und was man eventuell wohl machen will, denke ich. Wir haben noch keine. Ich sag mal, solange wie ich halt mit dem Stream und dem ganzen Videokram auch kein Geld verdiene, ganz ehrlich, dann, was wollen die dann? Ja. Es ist ja nicht kommerziell. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja, Sobald es du, ist, genau, solange es wie ist du halt ein da. Hobby und kein, nicht um irgendwie Einkünfte zu generieren oder Lebensunterhalt oder was auch immer. Es ist einfach Ja, bis zu nur. einer gewissen Höhe von X oder sowas. Ist das klar, oder? Ja, auch. Das gibt's aber auch jetzt beim Artikel 13. Bist du mir X oder so, bist du ein kleiner YouTuber und ach, das ist im Moment Ja. alles so ein Geschissel und hin und her. Das ist mir alles zu hoch. Ich habe doch gar keinen Bock drauf, mich mit auseinanderzusetzen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch nicht, dass das so rüberkommt, wie viele so Katastrophe sehen. Glaube ich auch nicht, weil erstmal müssen sie es jetzt durchwinken und so wie es jetzt gerade halt niedergeschrieben ist. Glaube ich auch nicht, dass sie das jetzt einfach so durchwinken, weil da sind noch so viele Löcher drin, Naja, wo noch also. Klärungsbedarf besteht. Also wenn die das so durchwinken, dann hätten sie es auch gleich sein lassen können. Ja. Und dann dauert es ja auch immer noch, da muss ja jedes Land erstmal aus diesem Artikel, also aus diesen Paragraphen, ein Gesetz entwickeln. Da haben sie 2 Jahre Zeit für. Und bei dem Text, den sie da jetzt niedergeschrieben haben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das 2 Jahre dauert, bevor die ein Gesetz entwickelt haben. Was nur halbwegs irgendwie Sinn macht mit diesem Paragraphen. Verständlich. Ich muss bei mir mal schnell die Türe zumachen. Jo. Meine Tochter fängt an, hier zu singen. Oh. Ja, alles, was jetzt außerhalb vom Radius ist, ist schon grün. Wäre toll, wenn das schon gewachsen wäre. Obwohl, ne, eigentlich wäre es uncool, wenn es jetzt schon gewachsen wäre. Hätten wir wieder verschiedene Wachstumsstufen hier drauf. Und Ruckel. So, das Stück muss noch. Das war doch Klischee. Freunde im Einkaufen gewesen und die Tüte ist.
Jawohl. Und ich habe es geschafft, bis ins Zimmer reinzugehen, ohne zu lachen. Jetzt darf ich. Oh, nee. Wenn die meine Videos guckt, dann kriegst du in ein paar Wochen eine geschallert. Das ist kein Ding. Nein, das ist verjährt. Weil das, was ich jetzt aufnehme, kommt irgendwann Ende März. Hab schon so, also einen Monat schon quasi im Voraus produziert. Bis dahin hat die das gegessen. Ja, wie gesagt, wenn sie das guckt, dann hast du sie gerade dran erinnert. Ja, ich. Machen Sie mir doch keine Angst. Dann kommst du irgendwann nach Hause und kriegst voll ein aufs Maul von ihr. Ja, Türe geht auf, buffs, Licht geht aus. Ja, mal gucken, Kann wie ich sich sagen? das hier weiterentwickelt. Eventuell, wenn das tatsächlich so viel Videomaterial wird, dann werde ich wohl zwei Folgen am Tag hochladen. Eine mittags, eine nachmittags. Oh Gott, da kommt das ja eher. Nee, das bleibt bei 14 Uhr und dann nochmal um, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr oder so vielleicht. Die Situation. Situation. Ja, weil wenn Ja. man jetzt hier, sagen wir mal, pro Woche seine 4-5 Stunden macht, das sind einige Videos. Das sind mehr als 2 Wochen Video, die man mal Das eben sind in mal. einer Woche produziert. Hast du Ja, das ein letzte bisschen Mal gesehen? Vorlauf ist ja toll, aber jetzt 3, 4 Monate in Vorproduktion gehen, ist ein bisschen ungünstig, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, du musst es ja irgendwo hochladen zum Zwischenspeichern. Oder Das speicherst das alles lokal bei dir? Das ist ja der lade ich alles. Speicherplatz. Das lade ich alles bei YouTube hoch. Die sind mein Speicher. Ich schneide die Folgen fertig und lade die hoch. Das ist ja das, was ich meine, so etappenmäßig im Hochladen, weil sonst bräuchtest du ja nonstop Festplatten. Ja, dann wäre wirklich kritisch bei mir. Das ist ja das, was ich das letzte Mal meinte. Da brauchst du ja Hardware. Das ist Dann könnte ich mir so einen Google-Server mieten. Mit, weiß ich nicht, 100.000 Terabyte Speicher, weil die kriegst du schnell voll. das stimmt. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich noch so gesagt, so, ja, ach, ein Terabyte Festplatte kriegst du sowieso so schnell nicht voll. Ja, Boah. die ersten 2 Terabyte sind fast voll. Meine Blazy hat 3 Terabyte. Ich habe jetzt vielleicht noch 140 Gigabyte frei. Okay. Brauchst nur eine Freundin haben, da ist das Ding schnell voll. So, Wiese ist fertig angesät. Ja, die 34 auch fertig gedüngt. Ich bin auf der 43 und nach 2 Bahnen auf der nächsten. 34. Jetzt würde ich natürlich gerne noch ein relativ großes Feld nehmen. Da würde ich. Oh, Ja, warte dann mal, nimm ich das, wo ich hier gerade drauf bin. fahre mal eben eine Seite. Ich gucke mal eben, was haben wir und was brauchen wir noch? Platz. Wir haben schon ein bisschen Weizen. Achso, du schaust gerade im Lager, oder? Ja, wir haben ein paar Sonnenblumen. Wir haben ein bisschen Soja. Stroh haben wir auch schon ein bisschen. Aber Stroh kriegen wir auch, wenn wir Hafer kriegen. Hafer für die Pferde. Sich über. Vielleicht ist es auch Gras. Dann machst du das. Dann musst du das ernten. Dann ist es Stroh. Ja, ohne Witz. Mich hat das voll. Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Mich hat das voll gearscht. Ich habe das Glaube Stroh ich. gebraucht. Und bin da voll am Ernten und dann kommt so eine grüne Plörre hinten raus. Ich so, was ist denn das? Dann bin ich auf Giants und zwar auf diese Giants, nicht die hier offizielle Webseite, sondern diese Developer-Dingsbums-Webseite da. Wie heißt denn die? Da von Giants selber die Webseite. Nicht die Farming-Simulator-Seite, sondern die Giants. Ja, das ist dann die Giants-Seite. Ja, Giants, ja. und da ist der Fehler schon bekannt. Okay. Ich bin ja Frosch im Hals heute. Ja, ich komme auf die 43 und sehe da Hafer an. Ein recht großes Feld für Hafer. Dann Ich die bin. anderen drei sind ja Mais. Dann haben wir noch die 34 und 40 über für, keine Ahnung, Weizen, Roggen, Sonnenblumen. Was braucht man noch? Also Schweine wären die letzten eigentlich. Also eigentlich Ja. haben wir, wenn ich einen Hafer angesät habe, alles, was wir für Pferde und Kühe und Hühner brauchen erstmal, ne? Wir brauchen Hafer und wir brauchen Hafer, Stroh, Hafer,
Stroh, Gras und Ja, Heu. ich sag ja, wir brauchen Haferfeld und Grasfeld. Das war's. Ja. Alles und dann kriegen wir alles raus. Ja, und mit Mais und Gras machen wir in die Silage noch für die Kühe. Und dann haben wir, wie gesagt, noch zwei Felder, wo wir. Man kann ja. Wir können halt zum Geld machen noch ein bisschen Soja draufkloppen, aber. Ich weiß nicht.